Konzentration. Den Finger am Abzug. Da, ein Reh. Aber das interessiert den Jäger derzeit nicht. Jan Nering legt gerade nur auf Wildschweine an. Treffer. Je mehr Wildschweine er erlegt, desto besser. Eigentlich ist die Jagdsaison längst vorbei, aber seit die Schweinepest in Osteuropa ausgebrochen ist, herrscht Seuchenalarm. 50 Jäger sind dem Schwarzwild auf der Fährte, um die Pest außer Landes zu halten. Jedes Tier zählt. Zufrieden? Nee, mit dem Schuss kann man nicht zufrieden sein. Also waren ja schwierige Bedingungen hier. Wir haben ihn nur geschossen. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Der eben davor drauf geschossen hat, hat leider ein bisschen tief das Stück erwischt. Und deswegen habe ich eben einfach hier durch die Äste durchgeschossen, mit der Hoffnung, dass ich es irgendwie treffe. Viele treffen bei dieser Großjagd in Mecklenburg. Außer um die weidmännische Ehre geht es hier um 25 Euro pro Wildschwein. Eine Prämie, von der Landesregierung als Ansporn ausgelobt. All das, um sie vor dem Seuchentod zu bewahren. Das deutsche Hausschwein ist noch gesund, aber die afrikanische Schweinepest, kurz ASP, rückt immer näher an die deutsche Grenze heran. Nur 60 Kilometer von Polen entfernt liegt der Hof von Andreas Kühling und seinem Bruder. Rund 10.000 Tiere leben hier. Und in Polen grassiert die Seuche schon. Für Menschen ist sie zwar ungefährlich, aber die Kühlings sind besorgt, dass trotzdem niemand mehr ihr Fleisch kaufen würde. Keiner kann so richtig aus jetziger Sicht abschätzen, wie unsere Marktpartner, sprich für uns die Schlachtunternehmer, reagieren, ob sie noch aus Bereichen gesundes Schweinefleisch kaufen, was nicht beeinträchtigt ist, aber aus einer Region kommt, wo die Schweinepest ist. Unser Gefühl ist dort auch so, dass man natürlich Angst hat. Wir gehen auch, was mein persönliches Gefühl davon aus ist, dass wir die ASP in Deutschland bekommen werden. Die Frage ist, wann, und die Frage ist, wie massiv. Wie käme die Schweinepest überhaupt ins Land? Infizierte polnische Wildschweine werden kaum die Oder überqueren. Der Mensch ist der Überträger Nummer 1. Autofahrer, die aus Osteuropa kommen, können die Krankheit einschleppen. Nur ein Wurstbrot, achtlos weggeworfen, reicht aus. Wenn Wildschweine infiziertes Fleisch fressen, ist die Seuche im Land. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir diese Pest mal bekommen, dass sie sich hier ausbreitet, ist ja sehr hoch. Und je dünner der Bestand ist, umso weniger wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass sie sich weiter verbreitet. Also wir als Jäger haben schon eine Verantwortung, auch den Landwirten gegenüber und der Gesellschaft. Krisensitzung des Bauernverbands. Auch die Gebrüder Kühling sind gekommen. Ein Aufreger, Naturschützer werfen den Bauern vor, mit ihren riesigen Maisfeldern beste Lebensbedingungen für die Wildschweine zu schaffen und damit die Schweinepest zu fördern. Der Bauernpräsident kontert. Es ist nicht nur der Maisanbau, das muss man ganz klar sagen. Auch eine große Zahl von Naturschutzmaßnahmen hat dazu beigetragen, dass das Wild sich bei uns wohlfühlt. Der Bauernverband fordert darum, satte 70% des Schwarzwilds müssten erlegt werden. Immerhin 41 Mal sautot, kann der Förster hier vermelden. Allesamt gesunde Tiere. Insofern tragen wir vielleicht ein Stück weit damit dazu bei, dass die Infektionskette nicht ganz so schnell vorankommt, wie das sonst der Fall ist. Dass wir sie vielleicht sogar ein Stück weit unterbrechen können. Aber kann man verhindern, dass sie ausgetragen wird? Das ist spekulativ. Wie werden sie nicht verhindern, die ASP? Das ist ja trostlos, ne? Ja, aber ich sag mal, wir müssen schon was machen, auch unserem Gewissen gegenüber. Das dient allein dem Schutz vor der Schweinepest. Jäger Nering und seine Kollegen versuchen alles bis zum Ende der Jagdsaison. Aber die Seuche wird kommen. Wann, das weiß niemand.